War das Dentale in dieser Videokolumne jemals ein Thema? Gerne erinnern wir uns alle doch an die lustigen TV-Clips von Dr. Best. Dr. Best, der Tomaten mit Zahnbürsten folterte. Wir erinnern uns an das schon ikonische Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt. Und ganz ehrlich, was gab es Besseres als einen abendlichen großen Happen Biber Blendy wegen des unvergleichlichen Erdbeergeschmacks? Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Ärgernis dieser Tage ist das populistische, undifferenzierte Geschwurbel von Meinungsträgern, die getrieben vom persönlichen Karrierestreben, einfach mal unter maximaler Verdrehung des Sachverhalts im medialen Raum einen Satz raushauen, der direkt auf eine angenommene Unwucht im wo auch immer gemessenen Volksempfinden zielt. Was ein Glück, dass es da Leute wie das christdemokratische Oberhaupt Fritze Merz gibt. Der analysiert Beck messerscharf, dass der angeblich asylsuchende Fremdling meilenweit aus seinem Heimatland dahergelaufen kommt, um sich hier im Dentalparadies Deutschland umsonst die Zähne richten zu lassen. Dafür riskiert er das Ertrinken im Mittelmeer, Lagerhaltung und die Abschiebung in sein vom Krieg deformierten Heimatland, welches mindestens so schlimm aussieht wie sein Gebiss. Deutschland ist ja international bekannt für freigebige Zahnersätze. Hier wird gerne verblombt, gebohrt und implantiert. Und Fritze Merz setzt dem noch die Krone auf. Asylsuchende und Flüchtlinge bekommen in Deutschland nur im Notfall eine zahnärztliche Behandlung. Erst nach 18 Monaten Aufenthalt sind sie Mitglied der Krankenkasse und bekommen die gleiche Versorgung wie andere auch. Dass die Dentalpraxen im Land durch Asylsuchende blockiert seien, wird selbst von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung eher nicht bestätigt. Das dentale Deutschland, von dem Fritze Merz berichtet, ist jedenfalls ein anderes als die Realität. In der Realität musst du einen Großteil der Kosten für den Zahnersatz selbst bezahlen. Es sei denn, du hast über Jahre ein Bonusheft geführt, mit dem Nachweis von jährlichen Kontrollen der meist gesunden Zähne. Denn seit in Deutschland nicht nur Flächen, sondern auch Zähne in großer Zahl versiegelt werden, ist die Kontrolle der Zähne eine angenehme Sache. Und das liegt eben nicht an der Fluorkombination in der Zahncreme von Dr. Best. Ich stelle hier mal die steile These in den medialen Raum, dass Terminnöte bei allerhand Fachärztinnen zu einem großen Teil durch gesunde Patienten bei Quartalskontrollen entstehen. Weil eben der gesunde Patient am einfachsten zu behandeln ist, aber regelmäßige Einnahmen garantiert. Fazit: Wer freiwillig über tausende Meilen zum Zahnarzt geht, sollte aus meiner Sicht irgendwie auch belohnt werden. Von mir aus mit einer Sachleistung, einer Begrüßungspackung Biber Blendy. So. Ja.